Seid ihr bereit für den Vortrag? Ist das mir gelten? Ja. Dann gehört die Bühne dir. Auf die Plätze. Science! Okay. Hallo, Gendorf. Also mein Titel heißt Angewandte Sprachwissenschaft und besondere Aufgaben. Und ich erzähle ein bisschen von meiner Arbeitstitel. Ich bin Lehrkraft für besondere Aufgaben. So, ich fange an mit einer ganz kleinen Geschichte von meinem echten Leben. Das bin ich. Das ist ein anderer Mensch. Und die Menschen fragen mich, ja, was sind diese andere Aufgaben, diese besondere Aufgaben? Das habe ich mich selber mal gefragt in 2008, als ich nach Saarland gekommen bin. Google, was sind besondere Aufgaben? Und wenn ich das wortwörtlich übersetze, heißt das Special Tasks. Ist ein bisschen vage. Ich habe wirklich mich gefragt, was erwarten die von mir? Muss ich Hunde schminken? Das ist was Besonderes? Geschirr spülen? Oder wirklich was Besonderes machen? In der Tat, ich bin Linguistin. Und dann kommt es immer noch eine zweite Frage und das ist, ach, wie viele Sprachen sprichst du denn? Und diese Frage hasse ich. Es gibt zwei Gründe dafür. Erstens, Sprachwissenschaft geht um die Forschung von Sprache, wie Sprache funktioniert, nicht wie viele Sprachen spricht man. Außerdem kann ich nur zwei Sprachen, das ist ein bisschen peinlich. Also ich kann Englisch und Deutsch, ein bisschen. Und manchmal frage ich mich, ob ich wirklich Deutsch sprechen kann. Also ich komme aus Wisconsin, das ist Wisconsin, Englisch ist meine Muttersprache. Wenn ich Deutsch rede, ich rede über unsere sehr schöne Kühe aus Wisconsin, unsere schöne Bauernhöfe aus Wisconsin. Und manchmal sage ich etwas wie sowas. Danke, danke. Das ist eine wahre Geschichte. Und mit der Reaktion habe ich gemerkt, aha, ich habe nicht über Luftfeuchtigkeit gesprochen. Sehr gut. Ja, ich habe natürlich schwül gemeint. Aber damals, als ich Deutsch gelernt habe, hatte ich Schwierigkeiten. Und ich hatte Schwierigkeiten, weil ich kein normales Gehirn habe. Ich habe ein englisch sprechendes Gehirn. Das ist was wirklich Besonderes. Und das Problem war, ich habe diese deutsche Vokal, das Ü, ich habe das gehört, das ist dann durch mein englisch sprechendes Gehirn gegangen und dann kommt das raus wie ein U. Und ich habe einfach ein U wahrgenommen. Und natürlich habe ich dann schwul gesagt, wenn ich schwül gemeint habe. Und dann habe ich die Sprachwissenschaft entdeckt. Das ist die International Phonetic Alphabet. Also ihr habt ein Quiz danach, also ganz schnell die Symbolen ganz schnell auswendig lernen. Also das ist der International Phonetic Alphabet. Und das benutzen Sprachwissenschaftler, um die Laute von humanischen Sprachen zu beschreiben, die Konsonanten und auch die Vokalen. Und wenn wir die Vokalen ganz schnell anschauen, haben wir diese schöne Tabelle mit vielen verschiedenen Symbolen. Und die Symbolen zeigen, was man im Mund macht. Ist die Zunge hoch im Mund oder niedrig oder vorne? That was funny. Okay, I'll take it. Also was die Zunge im Mund macht, ne? Ist die hoch, nach unten, nach vorne oder nach hinten gezogen. Und das ist das Ü-Laut. Es sieht wie ein Y aus. So sieht das Symbol aus, ne? Und dann habe ich gemerkt, ah, das ist ganz nebenan bei I. Und das heißt, dass I und Ü eigentlich sehr ähnliche Lauten sind. Wenn man das also nacheinander macht, Ü, I, Ü, I. Probier das mal. Ü, I, Ü, I, Ü, I. Oh, ihr seht komisch aus. Ein Ü ist nichts anderes als ein I, aber mit runden Lippen. Und dann habe ich endlich verstanden, wie man diesen komischen U mit dem Pünktchen macht. Das war super. Aber ich hatte immer noch das Problem, ich habe immer vergessen, was ist Luftfeuchtigkeit und was ist nicht Luftfeuchtigkeit. Und meine Freundin Maike, das ist meine Freundin Maike, also es ist kein echtes Bild. Und sie hat mir gesagt, ja, nee, du musst nur an ein U denken mit Wasserpünktchen drauf, das heißt schwül, das ist das mit der Luftfeuchtigkeit. Ich habe mich ganz, ganz arg gefreut, das Wort vermeide ich sowieso, weil das Ü ist immer mal manchmal problematisch.
Naja, aber das ist nicht nur mein einziges Problem mit der deutschen Sprache. Ihr habt auch diesen der, die, das Geschichte, vielen Dank. Und ja, das ist ein Stück Gemüse. Das ist die Rübe. Das bin ich mit 2 Jahren alt. Ich jage Tauben. Ohne Erfolg. Aber damals war ich das Mädchen. Also für uns ist es also ein bisschen interessant und Mark Twain hat auch was darüber gesagt. Ich lese es mal vor. In der deutschen Sprache hat ein junges Mädchen kein Geschlecht, während eine Steckrübe ein solches hat. Ja, es kommt noch was. Welche maßlose Hochachtung zeigt es einer Rübe gegenüber, welche Geringschätzung für ein Mädchen. Das stört uns, wir finden die Deutschen wirklich komisch. Und dann, im Hochdeutsch kann man mich die Carrie nennen. Die Carrie, im Englischen kann man nicht the Carrie sagen, die Carrie. Aber das Schrecklichste, ich habe das mal gelesen, und wenn man das liest, die Carrie. Aber zum Glück, ich höre nicht so oft Hochdeutsch, also vor allem nicht heute in Bayern, oh leck. Ich wohne jetzt. Ich hoffe, ich habe noch eine Minute. Also ich wohne jetzt in den Saarland. Die reden auf jeden Fall kein Hochdeutsch. Die reden Saarländisch. Und in der Saarland bin ich S-Carry. Scary Carry. Scary Carry. Naja, also diesen der, die, das Geschichte. Aber der Sprachwissenschaft hat mich auch dabei geholfen, weil es gibt etwas wie Morphologie. Und eine Morphologie ist das Studier, also die Forschung von Wortbau. Und dann habe ich gemerkt, ach so, es gibt diese Wortteile, diese Morphemen, und die bestimmen teilweise die Genus von den verschiedenen Substantiven. Zum Beispiel, wenn irgendwas mit ung oder tät oder heit oder kite endet, das ist dann immer die. Und wenn es mit chen endet, dann ist es immer neutrum. Cool. Und dann habt ihr solche Wörter. Ich hätte voll Lust, das vorzulesen, aber wie gesagt, ich habe nur vielleicht 4 Minuten noch. So, das Wort. Jo. Aber mit diesem der, die Glasgeschichte, was am Ende ist, das bestimmt der Genus. Und das ist das Gesetz. Richtig? Okay, das Gesetz. Und das heißt, dass das ganze Dings da ist, das Rindfleisch-Dingsbums-Gesetz. Ja. So, und das geht genauso wie bei Geburtstag. Geburtstag ist der Geburtstag, weil es der Tag ist. Und ihr merkt, Geburtstag, das hat 3 Morphemen. Ne? Geburts, ein Tag und das S da, das ist ein fügbares S. Manchmal macht das also zwischen die Wörter rein bei diesen längeren deutschen Wörtern. Geburtstag ist ein Beispiel. Weihnachtshits ist auch ein Beispiel. Wir hatten vor kurzem Weihnachten gehabt, das kommt mir wie ewig vor, aber ich war voll in der Weihnachtslaune. Ich wollte halt so Merry Christmas Songs mal hören, dann bin ich zu Spotify gegangen und ich habe Playlists gefunden. Ich habe gedacht, ach toll, es gibt Playlists, auch Weihnachtshits, ey. Ein deutsches Wort und ein englisches Wort, wie schön. Natürlich eine Partnerschaft, aber natürlich habe ich nicht Weihnachtshits gelesen. Kinder? Ganz schnell die Augen zumachen, bitte. Weihnachtsschitz. Weihnachtsschitz. Ich gehe jetzt etwas schneller. Ich habe ein paar ganz geile Witze, aber ich habe jetzt nur noch eine Minute. So.
Ich will über euch reden, nicht nur über ich und meine Probleme. So, wie gesagt, ich bin jetzt in dem Saarland als Dozenten tätig und meine Studenten sagen mir häufig, ich komme aus einem very small village. Und die sagen village und nicht village. Und dann habe ich gemerkt, aha, die Deutschen, also die Saarländer auf jeden Fall, die haben ein Problem mit diesen W-W-Geschichte. Die können diese Laute nicht unterscheiden. Ne? Und dann habe ich ein Experiment gemacht, das ist eine Assistent von mir, der heißt Jonas, der ist sehr lieb, riecht ein bisschen, aber sonst sehr nett. Und wir haben ein Experiment gemacht und wir haben zwei Silben auf einem Bildschirm gezeigt, wa? Und, wa? Und dann haben die Leute einen Laut gehört, wa? Zum Beispiel, und dann müssen die halt zeigen, echt. Darf ich eine Minute weiter labern? Darf ich? Philipp, darf ich? Fest. Okay, gut. Also, und dann habe ich halt diesen Laut gehört und die müssen auf der Tastatur drücken, welche Laut die gehört haben, das linke oder das rechte. Und hier sind die Ergebnisse. Ganz schlecht. Also die Saarländer haben das so 59% der Zeit richtig gehabt, aber die Muttersprachler, die Englisch als Muttersprache haben, die haben das immer 100%ig richtig gemacht. Und das ist, weil für uns sind die wirklich zwei verschiedene Lauten. Wenn wir auf der International Phonetic Alphabet wieder nochmal schauen, das ist das W-Laut und das ist das W-Laut. Und man merkt, also die sind zwei verschiedene Stellen auf der Tabelle. Und wenn wir das W-Laut etwas genauer anschauen, wir merken, es ist in der gleiche Kästchen wie F. Die sind eigentlich der gleiche Laut. F und W. Das W ist nur mit stimmhaften Vibrationen. Und das ist das Laut, was Deutschen am meisten machen, wenn die ein V im Englischen machen wollen, wo die Lippen und die Zunge, also die Lippen und die Zähne nicht ganz genau zusammenkommen. Und ich sage, meine lieben Studenten, wenn man ein V im Englischen machen will, muss man die Zähne richtig auf die Lippen machen. Und das sind die besonderen Aufgaben von der Sprachwissenschaft. Vielen Dank, Gendorf.